Es gibt einen Indikator, der immer zuverlässig eine Rezession voraussagt, und das ist die invertierte Zinskurve. Immer wenn die Zinskurve invertiert war, gab es anschließend eine Rezession. Wo steht die 10-jährige US-Staatsanleihe morgen 16 Uhr? Gute Frage, keine Ahnung. Wie sollen wir das denn vorhersehen? Das geht doch gar nicht. Doch, wir haben doch die Kristallkugel im Hintergrund. Also wir können uns mal die Zinskurve angucken. Ich habe mir die lange nicht mehr angeguckt. 2 Monate, dann 6 Monate, 1 Jahr. Die ist ja voll invertiert. Ja. 2 Jahre, 3 Jahre, 5 Jahre. Und nach hinten in die 20-jährige geht wieder voll hoch. Warum schlägt die 20-Jährige jetzt so müsste aus? Müsste uns Holger eigentlich mal erklären, wie man hier, oder vielleicht jemand aus dem Stream, wie man hier rauslesen kann, welche Zinsentwicklung der Markt erwartet. Was man hier sieht, ist, dass der Markt natürlich erwartet, dass Zinsen gesenkt werden. Hm. Denn sonst wären ja die 10-jährigen Anleihen, hätte man da mehr Zinsen für. Das liegt daran, wenn ich mir jetzt, wenn, sagen wir mal, es gäbe 6% dafür, aber der Markt erwartet eigentlich, dass sie sinken, dann könnte ich da ja mega das Geschäft draus machen, indem ich mir jetzt die 6% sichere. Ach, guck mal hier, das da sieht mir schon ein bisschen mehr nach einer anständigen Yield Curve aus. Ist eigentlich die gleiche, nur ein bisschen gestauchter, ja, oder? Ja, aber die hier ist bei 5,15 und hier hast du 4,83. Ja, okay, gut, hast recht, das ist ja, hier hast du 3. Das sind die 20-Jährigen, okay. Ja, also du hast wirklich so invertiert. Und dann geht es am 20-Jährigen nochmal hoch und dann weiter. Okay, zwischen 20 und 30 kriegst du nichts. Und wenn sie nicht invertiert, ist es ja normalerweise so, je länger du dir die Zinsen sicherst, desto mehr Zinsen zahlst du. Ist ja bei Krediten so und bei Festgeld oder so auch so. Deswegen lohnt es sich, sein Geld lange zu binden und, sagen wir mal, nicht so liquide zu sein, aber in diesem Marktumfeld nicht. Die 10-Jährige steht aktuell bei, jetzt wieder knapp unter 10. 5, knapp unter 5. Das war ja so diese Spekulation gewesen, ne? Wenn die 10-Jährige über 5% geht, ist das eine echte Konkurrenz zum Aktienmarkt, weil Leute sich 5% safe sichern können, statt am Aktienmarkt zu investieren. Und dann heißt es erstmal Bestphase. Aber 4,919 ist von den 5 nicht ganz so weit entfernt. Ja. Aber wenn man überlegt, guck mal, 6 Monate ago, also vor 6 Monaten, lag die 10-Jährige noch bei 3,4. Und die war aber viel invertierter, die Zinskurve. Also der Unterschied zwischen einem Jahr und 10 Jahren war deutlich höher. Ja, true. Also dieses 6 Monate meinst du, ne? Oder? Diese Orangene, also die Orangene ist normal. Die 6 Jahre ist ja, genau, ist vor 6 Monaten. Normalerweise sollte eine Yield Curve so aussehen, also wenn sie nicht invertiert ist, sieht sie so aus. Genau, die flacht dann nach hinten immer weiter ab. Also so sollte eigentlich eine Zinskurve aussehen, das heißt, du kriegst wenig bei kurzen Laufzeiten, also das Blaue hier, wenig bei kurzen Laufzeiten. Je länger du bereit bist, dein Geld anzulegen wie beim Tagesgeld, desto mehr Zinsen bekommst du. Und dann flacht das nach hinten hin ziemlich ab. Aber es gibt immer noch einen ganz kleinen Schnaps mehr, wenn du bereit bist, dein Geld langfristig anzulegen. Aktuell sieht die Zinskurve halt so aus. Du bekommst, wenn du kurz dein Geld anlegst, relativ viel. Und dann, je länger du dich committest, desto weniger Zinsen bekommst du eigentlich. Hinten, nach hinten raus gibt es dann nochmal einen Ticken mehr. Aber deswegen spricht man von invertiert, weil sie halt abnimmt. Und eigentlich im Textbook sozusagen sollte eine Yield Curve eigentlich so aussehen. Ja? Deswegen schaut man sich das immer an. Und da sind halt implizit die Zinserwartungen mit drin. Was man also denkt, wo die Zinsen sich zukünftig hin entwickeln werden. Was halt hier relativ gut zu sehen ist, ist, dass man davon ausgeht, oder dass der Markt davon ausgeht, dass es nicht mehr weiter nach oben geht, zumindest. Ja. Zumindest nicht auf lange Sicht. Es gibt zu dem Thema einen uralten Post von Holger bei Instagram, wo er gesagt hat, es gibt einen Indikator, der immer zuverlässig eine Rezession voraussagt, und das ist die invertierte Zinskurve. Immer wenn die Zinskurve invertiert war, gab es anschließend eine Rezession. Wobei es gar nicht so schwierig ist, eine Rezession vorauszusagen. Der Markt, die weiß, sagt das ja halt, eigentlich auch voraus. Und genau, ich weiß gar nicht, ob wir in den USA im Moment offiziell eine Rezession haben. Ich glaube, inoffiziell schon, ne? Keine Ahnung. Ja, die ist auch schon länger invertiert, die Zinskurve. Das stimmt, ja. Ich hoffe, dieses kurze Video mit den Fragen aus der Community hat dir gefallen. Wenn auch du deine Fragen das nächste Mal im Livestream stellen möchtest, solltest du auf jeden Fall den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Dann wirst du nämlich informiert, wenn wir hier auf Überfluss live sind, und dann kannst du deine Frage direkt in den Chat reinposten. Bis zum nächsten Mal.